Elli, du kommst jetzt auf der Stelle hierher und zwar sofort und bringst mir meine Pistole. Nein, nicht heute auf die Nacht. Nein, ich hol sie auch nicht bei dir. Du bringst sie mir jetzt hierher, persönlich und in einer Tüte. Keine Tüte hast. Elli, erzähl mir nicht, dass du keine Tüte hast. Dann wickelst du das in ein Kuvert oder in ein Zeitungspapier oder wie auch immer und bringst mir es jetzt gleich ins Büro. Moment mal, nein, nicht. Auf gar keinen Fall. Was? Wie? Nicht hierher, Depp. Manni. Elli. Nein, Elli. In einer Viertelstunde bist du mit der Pistole dabei. Das Schieß mit dir habe ich jetzt endgültig satt. Ende. Ende. Was nein? Was auf gar keinen Fall? Moment mal. Was ist das? Wer heißt der? Ein Shih Tzu. Wie schreibt man das? Ah, tibetanischer Tempelhund. Aha. Und wo? In der nördlichen Auffahrtsallee. Ah, sowas wäre ein Pekinese, ja. Aha. Weiß. Was? Ach so, der Besitzer heißt Weiß. Und der Hund, wie heißt der? Der Vater heißt, wie? Prickless Golden Danny. Sag einmal, braucht man denn das alles? Und die Mutter? Bamertag Tso Tsong. Und er selber, der Shih Tzu? Tlotale. Weißt du was, das schreibst du mir jetzt alles auf und dann schickst du mir es mit dem Telex. Überhaupt möchte ich das jetzt alles mit dem Telex haben, verstehst du? Weil das ist mir dann wurscht, das ist auch ein Problem. Ich bin ja nicht beim Erkennungsdienst. Servus. Glaubst du, das geschieht mit denen Hund? Was ist los? Ja, was? Nein, was auf gar keinen Fall? Die Pistolen. Du kannst doch den nicht mit einer Pistole ins Präsidium kommen lassen. Die muss doch durch die Sicherheitskontrolle. Was glaubst du, was da los ist, wenn eine Frau mit einer Pistole in der Titten ins Präsidium kommt und was dann noch los ist, wenn sie rausstellt, dass das die Dienstpistole ist? Depp. Die ist weg. Jetzt ist die weg. Ja, was? Ja, genunter, Depp! Kriminaldirektor. Ist Ihnen nicht gut, Herr Münchinger? Ja, doch. Sie, wenn Sie jetzt einen Moment Zeit haben, kommen Sie mit mir in mein Büro. Jetzt hätte ich gerade keinen Moment Zeit. Weil Ihre Beförderung ist nämlich durch. Bloß in der gleichen Abteilung geht's halt nicht. Ja, wieso nicht? Ja, weil da der Kollege Ludwig ist. Aber so wie es jetzt ausschaut, Herr Münchinger, schaut es ganz aus nach Tötungsdelikte, Leichen und Vermisste. Um Gottes Willen. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen das Schreiben vom Personalamt und Sie nehmen dazu Stellung. Ja, das mache ich dann. Herr nach Herr. Sagen Sie mal, Herr Münchinger, ist Ihnen nicht gut? Sie schauen schlecht aus. Das wissen Sie schon, gell? Den Kollegen Zechmeister von Glücksspiel, das den zerbröselt hat. Herzinfarkt, gell? Gib mir die Pistole. Nein, zuerst gibst du mir Pussy. Nein, zuerst gibst du mir die Pistole. Nein, zuerst gibst du mir Pussy. Nein, jetzt gibst du mir die Pistole. Nein, zuerst die Pussy. Elli, jetzt gibst du mir diese Scheißpistole. Ja, was ist denn das? Das ist deine Pistole, Franzi.